ich vielleicht eine rauchen gehen? Ja? Die dürfen auch hier die dritten rauchen. Hier drinnen? Ja. Auf wann steht eine Asche? Danke. Das ist manchmal schämisch. Ach, das hier, okay. Ja, ja. Das ist ja cool. Ja, wir haben hier alle Schränkchen und ein Oberarzt. Das kann man am Auge starten, nicht? Ja. Und wenn wir alle rasieren, wenn sie dann noch. So. Ich hab's abgemischt. Danke schön. Kann man abschätzen, dass diese. Also Es kommt drauf an, wenn Sie es noch nicht haben wollten, dann gibt es wie gesagt diese Spirale. Dann würde, aber ich als Friseurin würde es nicht empfehlen. Nicht in deiner Haare. Okay. Weil es ist auf Dauer, weil das wächst hier dann am Haaransatz raus. Ja. Wenn muss sie immer wieder neu gewickelt werden. Und dann sind dermaßen die Spitze nachher in Anspruch genommen. Okay. Und dann muss man immer wieder nachher dementsprechend abschneiden. Ja. Nur heute Morgen, nur bei Lea, einmal hin, alles drin.
Ich bin so. So, haben Sie jetzt noch besondere Wünsche? Nochmal so. Enthielt sich deshalb im Bundesrat. Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin hat den Herkunftsstaaten, die das Grundrecht auf Asyl weiter aushöhlen. Für uns ist das nicht akzeptabel, da wir das Prinzip der sicheren Herkunftsstaaten aus guten Gründen ablehnen. Jeder Asylsuchende verdient eine sorgfältige Prüfung seines Asylantrags. Genau dies soll in Zukunft Menschen aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien aber per se abgesprochen werden. Brüssel. EU-Kommissionspräsident Barroso hat den Ausgang des Referendums in Schottland begrüßt. Die Mehrheit der Schotten sprach sich für einen Verbleib Schottlands in Großbritannien aus. Barroso sagte, das Ergebnis sei gut für ein einiges, offenes und stärkeres Europa. Lob für die Schotten auch vom Chef der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament Weber. Der sprach von einem wunderbaren Tag für die Demokratie. Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments, schöpft aus dem Namen der Schotten die Hoffnung, dass sich Konflikte mit separatistischen Bewegungen auch anderswo in Europa friedlich lösen lassen. Viel hängen davon ab, so der SPD-Mann, was nun in Schottland geschehe. Sollte es unter dem Dach des Vereinigten Königreichs zu einer vernünftigen Selbstbestimmung kommen, dann könne dies Modellcharakter haben. Die nächste Bewährungsprobe steht schon Anfang November an. Dann wollen die Katalanen darüber entscheiden, ob sie sich vom Niederland Spanien lossagen. Euer Roman, Brüssel. Paris. Frankreich hat erste Luftangriffe gegen Stellungen der Terrormiliz IS im Irak geflogen. Präsident Hollande teilte mit, französische Kampfflugzeuge hätten ein IS-Versorgungsdepot beschossen und zerstört. Hollande kündigte an, dass die Operationen in den nächsten Tagen weitergingen, ohne Einzelheiten zu nennen. Hollande hatte gestern angekündigt, dass Frankreich sich auf etwas mehr ziehen. Ja, ich kann mit dem Papier sprechen. Sie sagen, vor allem was man aber sprechen. Sie haben den, ich habe Spaß gelassen. Ich wollte wieder eine neue Scheibe.
Wunderschön. Hat was?
erstmal anleihen. Klasse. Das bekommt die Ehrstelle aus kleinem Geld bis hin zu feinster Seide aus Italien. Fast eine Million. Die Kürbisse sind in kurzen Formen und Farben. Dazu Kürbissuppe, Kürbiswürste oder auch Kürbismuffin. Ein Wiege-Wettbewerb. Wer hat den nächsten? Das gilt für morgen beim Kürbismuffin und Kürbismuffin. Von 10 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz. Was gerade bietet dagegen Zwiebeln. Morgen ist das Zwiebelsmarkt. Es gibt Gemüsezwiebeln, Zwiebelküchen und auch völlig andere Sachen. Also Kräuter, Tee, Gewürze und Eier zum Beispiel. Ab morgen bis Dienstag sind alle Tipps auf dem Berliner Platz. Wow! Bin ich wieder, hä? Das ist alles auf der Bär. Wir erinnern mich an unser Hochtobier, den 50, oder? Genau. Na ja, dann passt. Oder? Brauchen wir nicht für später noch. Ich bin im Auto. Was ist denn das? Wie sieht es jetzt nicht aus? So ungewohnt, weil der Kopf so groß ist. Ja, genau. Das ist echt groß. Ja. Gut, geht's. Dankeschön. Ich bedanke mich auch für die Geduld. Für den Körper sind es so klar. Vom Laden, ja.